Hi Jungs und Mädels, Stefan Lammel ist hier. Schön, dass ihr wieder bei mir dabei seid. Und heute kommt die Fortsetzung von dem ersten Teil Blues, Improvisation für Saxophone. Ich mache das heute mit Tenor. Die Altsaxophonisten können auch gleich mitmachen. Das bleibt sich gleich. Später beim Backing Track ist es dann was anderes. Aber dann kann ich dann das Backing Track extra für die Altsaxophonisten dann noch zusenden. Also Improvisation, Blues. Mit Blues-Skalen fangen wir an. Improvisation ist nicht ganz so einfach. Man muss das Gehör einsetzen. Man muss mitsingen. Man muss die Phrasen im Kopf haben. Die G-Blues-Skala haben wir schon gemacht im ersten Teil. Ich habe heute noch zwei weitere dazu gebracht, aber einüben wollen wir noch einmal die G-Blues-Skala. Ja, und die Skala geht folgendermaßen nochmal als Wiederholung. Ja, G. B, C, Cis, D, F, G, F, D, Cis, C, B, A. G, B, C, Cis, D, F und dann runter. Ja, herausfallen tut der Ton Cis, ja, dieser Cis, das ist die Quinte vom G und die ist nicht die Quinte, sondern das ist die Quart und die ist erhöht. Das heißt eine erhöhte Quarte oder man kann auch sagen eine erniedrigte Quinte. Ja, ich habe es bei der Notation ein Cis geschrieben. Man könnte auch ein Des schreiben. Wenn ich ein Des schreiben würde, dann wäre es die die Quinte, die verminderte Quinte und wenn ich Cis schreibe, so wie hier, dann habe ich die Quarte erhöht. Und diese Note fällt heraus und die sollte man ins Ohr reinkriegen, weil dann haben wir wirklich eine schöne Bluesform. Ist eine sogenannte Blue Note. Ja. Ich spiele noch mal bis zu dem Cis. G. B, C, Cis, G, B, C, Cis, vom C genau einen Halbtonschritt. Ja, ich habe auch die Tastatur beschrieben und dann sieht man hier auch ganz genau, C, Cis, D sind drei Halbtonschritte ganz nah nebeneinander. C, Cis, D und das ins Ohr reinkriegen. G, B, C, Cis, D, Wu, ba, di, bu, dap, du, ba, di, du, dap, ba, di, da, di, di, di. Und dann kann ich viel umherspielen, rauf und runter, mal gleiche Töne spielen, mal längere Töne, mal schnelle Töne. Oh, das ist so eine Phrase. G, B, G, B, C, Cis. Bu, da, da, di, di, di. So als Frage- und Antwortspiel, ja, das haben die Blueser damals gemacht. Ja. Auf ihren Baumwollfeldern haben sie sich Nachrichten zugeschickt. Sprechen durften sie ja nicht, aber singen wurde erlaubt und dann haben sie einfach durch Nachrichtenübermittlung ihr Leid erzählt und daraus ist jetzt der Blues entstanden. Ja. Man sagt, wenn einer in der Höhle sitzt und schreit, dann hat er den Blues, ja, dann ist er tief in seiner Traurigkeit gefangen. Und diese Blue Note, das ist dieses Cis,
G-B-G-B-C-C-S. Das wäre die eine Note. Die zweite Note ist die Blue Note mit dem Ton B. Das ist die Mollterz. G-B-G. G-B-G-C-C. Ah, das soll so ins Ohr rein und dann kann ich viel umherspielen. G-B-G-B-C-C. C-C-C-C-C-B-G-G. Also so umherspielen, einen Teil der Blueskala. Und dann gehe ich auf die zweite, auf den zweiten Teil der Blueskala. D, D, F, G, G, F, G, F, D, D. D, D, F, G, G, F, G, F, D, D. Und dann im Gesamten. Und schon habe ich es, wenn ich ein paar Mal spiele, habe ich es drin. Ich versuche ein paar Themen jetzt für euch zu spielen, damit ihr da mitkommt. So zwei Takte. Und ihr sollt die zwei Takte drauf spielen. Schauen wir mal, ob es passt. Badidadididib. Badidididib. Ja, also bisschen so hin und her spielen mit dieser Blues-Skala. Ich habe auch einen Backing-Track vorbereitet. Ja, das kommt jetzt ein bisschen zu früh. Ja, das heißt, ich mache hier noch einmal Schluss. So. Ja, also hin und her spielt. Und jetzt will ich euch erklären, wie sich diese Blues-Skala zusammensetzt. Viele haben mich gefragt, erklär doch mal, wie man da drauf kommt. Es gibt ja nicht nur die G-Blues-Skala, sondern es gibt auch noch die C, die D und so weiter und so fort. Also, wie kommt man drauf? Man kann auf verschiedenen Wegen auf diese Blues-Skala kommen. Und zwar folgendermaßen: entweder durch Pentatonik oder durch Moll oder auch durch Dur. Also, wenn ich die G-Blues-Skala haben will, weil der Blues in G steht, so wie bei uns hier, dann schreibe ich mir zuerst die G-Dur-Tonleiter auf. G-A-H-C-D-E-Fis-G. Also ich muss halt wissen, dass da Fis drin ist. G-Dur hat ein Kreuz. Also G-A-H-C-D-E-Fis-G. So, dann bin ich beim Blues. Dann muss ich die Blue Notes wissen. Die Blue Notes habe ich gerade erzählt. Das ist die Mollterz. Das heißt, das H in der Dur-Tonleiter wird zu B. Dann habe ich die Mollterz, einen Halbton tiefer. So, und dann habe ich noch gesagt, ich brauche die Quarte erhöht. Die Quarte ist, wenn ich muss mitzählen, G, A, H, C, das ist der vierte Ton, ist die Quarte, die ist erhöht, habe ich Cis. Das ist dann der dritte Schritt. Der dritte Schritt ist, dass zwischen der vierten und fünften Stufe C, Cis, D liegt, drei Halbtonschritte. Ja, und der vierte Schritt ist, dass ich dann die kleine Sept nehmen muss. Ja. Fis ist die große Sept bei der Durtonleiter und ich brauche die kleine Sept, das heißt, ich muss noch einmal einen Halbton tiefer gehen. Dann habe ich F. Das ist der vierte Schritt. Und der fünfte Schritt ist, dass ich jetzt die überflüssigen Töne, die ich nicht brauche, das ist der zweite Ton, das A streiche ich weg und den sechsten Ton, das E, streiche ich auch weg. So habe ich dann die Blues-Skala in G. Schauen wir uns das gleiche in C an, die C-Blues-Skala.
Fangen wir auch mit der C-Dur-Tonleiter an. C, D, E, F, G, A, H, C. So, da brauche ich jetzt die Blue Note, die zwei Blue Notes, beziehungsweise sind ja drei. Ich fange zuerst einmal mit Moll-Terz an. Das E ist also die Terz in der C-Dur-Tonleiter. Den muss ich zu Moll machen, habe ich S, eine Halbton tiefer. Dann habe ich wieder diese Quarte, erhöhte Quarte, C, D, E, F, wird zu Fis. Und dann habe ich dazwischen dann auch dieses F, Fis, G, diese drei Halbtonschritte. Ja, und dann habe ich noch die Septime, C, und die Septime ist das H. Die muss ich kleiner machen, weil es gibt, das ist die nächste Blue Note, die kleine Sept, habe ich B. Und schon bin ich, habe ich die Blues-Skala C, S, F, Fis, Fis, G, B, C, habe ich die. So, dann gehe ich zu der nächsten Blues-Skala in D. Die D-Dur-Tonleiter, D, E, Fis, G, A, H, Cis, D, also zwei Kreuz. Die Moll-Terz, das ist der erste Schritt, beziehungsweise ist der zweite Schritt, ich mache die Dur. Zweiter Schritt, Moll-Terz, muss ich runternehmen, also das Fis wird zum F. Der dritte Schritt ist wieder die Quarte erhöht, also D, E, Fis, G, die Quarte erhöht ist das Gis. Und dann habe ich den Durchgang auch drin, G, Gis, A, ja, diese drei Halbtonschritte. So, und der vierte Schritt ist, ich muss die kleine Sept nehmen. Die Sept wäre bei D-Dur des Cis, das mache ich zu C. Und am letzten Schritt streiche ich dann die überflüssigen Töne in der Tonleiter, die wir nicht brauchen, weg. Das ist der zweite Ton, das ist vom D, der zweite Ton ist das S, das E. Und der sechste Ton, das ist dann das H, streiche ich auch weg und schon habe ich. Ja, also es gibt viele Wege, die nach Rom führen, beziehungsweise hier, die hier zu der richtigen Skala führen, beziehungsweise, dass wir uns die Skala zusammensuchen. Wenn ich das beherzige und das ein paar Mal aufschreibe, dann komme ich schon dahinter. Gut, theoretisches Wissen ist unabdingbar. Ja, ich kann nicht einfach drauf losspielen, sondern ein bisschen theoretisches Wissen brauche ich noch. So, ich habe euch die drei Skalen hingeschrieben. Wir fangen jetzt mit der C-Dur-Skala an, Blues. C, S, F, Fis, G, B, C, B, G, Fis, F, S, C. Da kann ich wieder hin und her spielen. Das wäre die C-Skala. Also ein bisschen immer hin und her spielen, rauf und runter. Dann die D-Skala, D-Blues-Skala. Hoppla, das Giss. Ja, bei den Saxophonen hängt immer manchmal das Giss. Ja, das muss man dann selber aufmachen. Oder das Ass, die Assklappe, Gissklappe. Moment. Das sind die drei gebräuchlichsten Blues-Skalen. In G, in C, in D. Dasselbe könnt ihr in F machen. Wenn ihr mir die F-Blues-Skala vorspielt, macht Handyaufnahmen, spielt es vor, ich möchte das sehen, dann bekommt ihr eine Überraschung von mir als Motivation. F-Blues-Skala kommt auch oft vor. Ja? Wir haben bei Tenor ein transponierendes Instrument. Wir sind auf B gestimmt. Das heißt, wenn ich die G-Blues-Skala jetzt hier übe, dann haben die anderen die F-Skala zum Spielen und ich habe dann das G, die Tenoristen das G. Wenn die anderen die C-Skala spielen, habe ich oder die Tenoristen, je nachdem, das D. Und wenn die anderen die D-Skala spielen, wieder einen Ton höher, habe ich E und so weiter. Das ist ein kleiner Ausblick auf die Transposition. So, und jetzt kommt Backing Track. Wir machen das folgendermaßen. Ich spiele vier Takte, dann höre ich auf und ihr spielt vier Takte drauf. Ich versuche ganz einfache Themen zu spielen und ihr spielt einfach dazu.
Schauen wir mal, ob das klappt. Ich muss bloß hier jetzt hier einrichten. Moment. So, da sind wir. Also, es geht los. Jetzt brauche ich bloß noch meinen Kopfhörer. Ja, die Einleitung. Vier Takte ich, vier Takte ihr. Achtung. Ja. Vier ich. Klappt, würde mich freuen, wenn ihr was dazu schreibt in die Kommentarbox rein. Ich muss es ja wissen, wie es ihr da zurechtkommt. Man kann es auch noch mal zurückspielen, zurückspulen und dann immer wieder probieren. Man kann sich das Video auch runterladen, eine MP3 draus machen und immer wieder spielen. Es gibt eine App oder eine Software, glaube ich, heißt die, für PC. Transcribe heißt die von Seven Strings, ja, von der Firma Seven Strings, die benutze ich immer wieder. Die kann bestimmte Teile immer wiederholen, sodass ich nicht immer mühselig immer zurückspulen muss, ja, die Audiodateien. Ja. So kommt sie dann zurecht. Ihr könnt es auch langsamer machen, laufen lassen. Kann ich nur empfehlen, Transcribe ist 4 Wochen, glaube ich, umsonst und dann kostet es ein paar Euro, aber es ist kinderleicht zum Bedienen. Das heißt, ihr habt die Software und mit Hilfe der Software macht ihr dann die Audiodatei raus. Ihr braucht nur dieses Video runterladen mit einem Konverter, MP3-Konverter und dann habt ihr es schon auf euren Desktop und mit Transcribe aufmachen. So funktioniert es. Die Altsaxophonisten, wenn die Interesse haben, kann ich gerne auch diesen Backing Track noch einmal auf Altsaxophone umdisponieren. Ansonsten freut es mich, wenn ihr mich abonniert. Habt da großes Interesse dran. Ich bin Sportler, ich möchte noch mehr Abonnenten haben, weil es macht dann viel mehr Spaß, wenn ich merke, ich kann vielen Leuten was geben und die Kommentare, die beflügeln mich natürlich auch immer wieder zu neuen Videos zu machen. Ich habe sehr viele Sachen im Kopf, Kreativsachen, was ich weitergeben will und ja, freut mich, dass es euch auch passt. Schreibt es mir in die Kommentarbox. Ich sage Tschüss, Servus, bis bald.